Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir sind immer noch in Kalthafen und in der letzten Folge war es etwas gemein, weil ich, bevor ich jemanden auswählen konnte und den großen Ansturm quasi durchführen konnte, habe ich einen kleinen Cut gemacht. Und da wollen wir natürlich jetzt nahtlos anknüpfen. Das heißt, ich gehe mal einfach von links nach rechts durch und rede mal mit den Leuten. Hattet ihr je das Gefühl, dass ihr für etwas Wichtiges bestimmt seid? Ich auch nicht. Aber das könnte dem nahe kommen. Wir haben die Ebenenverschmelzung aufgehalten und die Völker Tamriels gerettet. Wer würde nicht gerne dafür in Erinnerung bleiben? Ja, wer würde es nicht gerne, aber ich möchte ihn jetzt noch nicht darum bitten. Ich möchte mal mit denen sprechen. Ah, wird auch Zeit, dass ihr herkommt, alte Freundin. Übungen sind ja gut, aber wenn ich noch lange so weitermache, bin ich nutzlos im eigentlichen Kampf. Das ist natürlich nicht gut, Catwill, deswegen würde ich aufhören damit. Reißen wir diesen Feigling auseinander. Sorgen wir dafür, dass Molag Bal sich wünscht, nie geboren worden zu sein. Ein Moment. Werden dädrische Fürsten geboren? Das spielt keine Rolle. Er wird sich etwas wünschen, wenn wir mit ihm fertig sind. Ja. Dann gehen wir noch eben zu der Lamia. Braucht ihr jemanden, der euch in das Versteck des dunklen Fürsten begleitet? Ihr habt uns Lamien aus unserem Gefängnis befreit. Lasst mich euch aus eurem befreien. Das war sehr poetisch und sonst haben wir jetzt keinen mehr, mit dem wir reden können. Deswegen, ich weiß nicht warum, aber ich wähle ständig Catwill. Ah, wird auch Zeit, dass ihr herkommt, alte Freundin. Übungen sind ja gut, aber wenn ich noch lange so weitermache, bin ich nutzlos im eigentlichen Kampf. Ich könnte eure Unterstützung brauchen, sobald der Ansturm beginnt. Eine Obliegenheit? Wie wunderbar! Ich werde an eurer Seite in die finstersten Tiefen übelster Verkommenheit schreiten, unsere Waffen hoch erhoben und strahlend im Feuer ewiger Rechtschaffenheit. Ihr ehrt mich an diesem Tag, meine Freundin. Nur allzu gerne nehme ich diese Mission an. Nach diesen Ausschweifungen bin ich mir nicht sicher, ob ich meine Entscheidung noch überdenken soll. Aber wir nehmen ihn natürlich mit. Begleitet mich beim ersten Ansturm. Mein Schwert gehört euch, treue Weggefährtin. Gemeinsam werden wir das schöne Reich Kalthafen schützen. Und vielleicht mag es uns sogar gelingen, jenes hässliche Rattenloch zu retten, das ihr eure Heimat nennt. Triumph! Dein Name ist Catwill. Hat Catwill mich gerade beleidigt, beziehungsweise mein Heimatdorf? Ich bin mir nicht so sicher. Habt ihr schon einen Gefährten als Begleitung ausgewählt? Wenn ihr mehr Zeit braucht, um mit euren Freunden zu sprechen, dann nehmt sie euch bitte. Das könnte eure letzte Chance sein. Wenn ihr bereit seid, bekommt ihr endgültige Anweisungen von mir und wir können mit unserem letzten Angriff beginnen. Ich bin bereit. Nun gut, kommt mit mir und ich erläutere euch die genauen Details eurer Mission. Unsere Kräfte haben sich vereint. Und es ist an der Zeit, dass wir schnell und hart zuschlagen. Die Zeit läuft gegen uns, deshalb müssen wir jeden Augenblick nutzen. Die Truppen sind bereits drinnen, kämpfen und verteidigen ihre Position. Dadurch lenken sie die Aufmerksamkeit auf sich, sodass ihr euch darum kümmern könnt, dass Molag Bal keine Verstärkung herbeirufen kann. Beim Erstschlag wird Catwill euch unterstützen. Lasst euch nicht von seinen schrägen Scherzen täuschen, denn sein Herz ist voller Mut. Und schließt das Verstärkungsportal. Das hat oberste Priorität. Gabrielle und ihre Streitkräfte werden dann zu euch stoßen, um das Labyrinth zu stürmen. Wenn das Labyrinth geöffnet ist, müsst ihr euch in Molag Bals Allerheiligstes durchschlagen und das Portal zum Ebenenstrudel finden. Das ist euer Endziel. Wenn wir die Ebenenverschmelzung aufhalten wollen, müssen wir den Ebenenstrudel zum Erliegen bringen und seinen zerstörerischen Sturm beenden. Nehmt euren tapferen Begleiter und marschiert weiter. Schließt das Verstärkungsportal, damit unsere Streitkräfte Krieg führen können gegen den dädrischen Fürsten. Dann öffnet das Labyrinth und führt uns zum Ebenenstrudel.
Unser Schicksal liegt in euren Händen. Ja, und wie das dann immer so ist, es gab mal wieder eine Bombe. Noch ein letztes Abenteuer, alte Freundin. Einen letzten Sprung ins Feuer. Also. Außer natürlich, wir überleben. Aber wie wahrscheinlich ist das schon? Ja, genau, wie wahrscheinlich ist das? Wir sollten hier mal eben einen kurzen Halt machen, damit wir nämlich den Dings freigeschaltet haben hier. Den Wegschrein. Helft mir. Was? Ich glaube, die Jute hat gerade nach mir gerufen, dass ich ihr helfen soll. Okay, die drei können wir mal eben mitmachen. So, dann müssen wir immer hier diese, ja, Anker sind es nicht, aber diese Plätze hier müssen wir immer einmal befreien, sage ich jetzt mal, von den Viechern hier. Da unten brauchen wir, glaube ich, nichts zu machen. Hier oben ist nochmal ein Ausguck. Ich bin mir nicht sicher, kommt hier noch einer? Anscheinend nicht. Halt, da können wir auch noch was mitnehmen. Rucksäcke sind immer gut. Oh, da sind wir aber nicht hergekommen. Wir sind von hier gekommen. So. Ich bin jetzt gerade nur ein bisschen irritiert, weil bei mir geht es um Verstärkungsportal. Ich wollte gerade sagen, weil bei mir nämlich gerade nicht mehr drin steht, was ich eigentlich machen soll. Tiefer. Das heißt, hier ist eine Brücke, ne? Ja, das heißt, wir müssen dann hier rum. Also müssen wir hier rum. Kann man nicht gerade hierher? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Da geht es auf jeden Fall nach links weiter. Also es ist sehr weitläufig hier. Deswegen, ich habe mich da schon mal öfter... Ja, verlaufen will ich nicht sagen, aber... ne? So, kommt her. Ich muss hier durch. Die anderen jetzt hin? Jetzt sind sie weg oder was? Dann laufen wir einfach weiter. Wenn die schon weg sind. So. Da ist das Verstärkungsportal. Da müssen wir hin. Da wenn der jetzt weiterläuft, okay. Ah, eine weitere wundervolle Kreatur ist dem bösen Zauber. Die Kräfte der Dunkelheit dürfen nicht länger nur für das Böse eingesetzt werden. Wir halten zu euch, Champion. Schnell, schließ die Tür. Ja, ist ja gut. Mit dir wollte ich ja gar nicht reden. Das waren übrigens die Vampir-Ladies, die uns geholfen haben. Wieder ein Sieg. Mir geht langsam der Platz auf meiner Schwertscheide aus. Wo soll ich denn dann meine bezwungenen Gegner festhalten? Tja, vielleicht auf der Rückseite? Aber da wird er wahrscheinlich auch schon Kerben reingemacht haben. So, Teil 2 ist rechts von mir. Da wir im Moment keine riesigen Horden Verstärkung befürchten müssen, schicken wir jetzt den Hauptangriffstrupp. Während der Molag Bals Diener in Schach hält, müsst ihr durch das Labyrinth navigieren und das Portal zum Ebenenstrudel finden. Ihr wollt, dass ich das Labyrinth alleine betrete? Natürlich nicht. Selbst ich wäre nicht so töricht, Molag Bals Allerheiligstes allein zu betreten. Gabrielle und ihre Magier werden euch hinein begleiten. Woran erkenne ich den Ebenenstrudel, wenn ich ihn finde? Oh, ihr werdet den Ursprung der Zerstörung unserer Welt schon erkennen, wenn ihr ihn seht. Findet nur einen Weg durch das Labyrinth und versucht euer Leben nicht an die tödlichen Fallen und die schrecklichen Monster zu verlieren. Nun geht und viel Glück. Ja, danke. Hauptsache, ich muss dieses Flackern nicht mehr ertragen, weil verliert er doch sehr... Verliert nicht die Hoffnung, meine Freundin. Nein, das ist gemein. Dieser Raum ist so groß. Ich hätte nie gedacht, dass der Fürst gerne liest. Aber all diese Bücher, stellt euch vor, welche Fülle an Wissen sie enthalten. Ich könnte Jahre hier drin verbringen. Das heißt, wenn wir uns nicht um dringendere Angelegenheiten kümmern müssten... Ich wollte eigentlich sagen, das ist gemein, dass der immer wieder abgeschnitten wird. Ich will den doch gar nicht abschneiden. Warum kann der nicht reden, bevor ich dann durch die Tür gehe? Was geht hier drinnen vor sich? Wir kommen nicht aus diesem Raum heraus. Die Tür auf der anderen Seite bewegt sich kein Stück.
und wir konnten ihren Mechanismus bisher nicht durchschauen. Wie kann ich helfen? Wir sollten wohl den Raum durchsuchen. Wer weiß, ihr könntet zwischen all den finsteren Folianten und alten Fabeln über lüsternde Argonia etwas Nützliches finden. Aber so einen Mechanismus habe ich noch nie zuvor gesehen. Er ist durchaus faszinierend. Ja, das mag sein, aber ich habe den mit jedem Char schon mehrfach gesehen. Also ne, mehrfach nicht mit jedem Char, natürlich nur einmal. Ich erkläre euch auch gleich, wie es geht, aber wir haben hier ja noch eine kleine Nebenquest oder sowas. Ich erkenne diese Geräte wieder. Ich habe sie erforscht, sogar Berichte über sie geschrieben, habe aber nie eins in Natura gesehen. Sie sind wunderbar anzusehen. Nur ein Gott könnte ein Artefakt solcher Brillanz fertigen. Heißt das, ihr wisst, wie man das Tor öffnet? Ich habe da so eine Ahnung. Es hängt mit den großen Metallrohren an den Wänden zusammen. Meinen Recherchen zufolge erinnern sie an eine dädrische Maschine, die eine Energiequelle braucht, um ihren Dienst zu tun. Doch wie ihr deutlich sehen könnt, fließt derzeit keine Energie durch sie. Wir müssen also eine Energiequelle finden. Eine berechtigte Annahme. Seht ihr die kleinen Öffnungen in der Nähe jeder der Röhren? Wenn wir herausfinden, wie man diese eisigen Flammen zu ihnen bewegen kann, sollte das die nötige Energie liefern, um die Tür zu öffnen. Ja, im Endeffekt hat er jetzt schon alles erzählt. Und zwar seht ihr überall diese Flammen hier. Die könnt ihr mit E holen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die ablaufen. Ich glaube, man hatte nicht so viel Zeit. Und mit E auch wieder da drauf schießen. So, und dann sucht ihr einfach nur diese Dinger, die hier überall verteilt sind. Jetzt muss ich mal gucken. Hier geht es noch einmal runter. Und mit ihm können wir auch noch reden. Hört euch das an, Kiret. Streckt die Hand aus und berührt eine Feuerschale, um das Feuer herauszuziehen und es in eine Richtung eurer Wahl zu schießen. Wie faszinierend. Ich frage mich, was es bedeutet. Ja, hättest du aufgepasst, hättest du es gerade gesehen. Habt ihr etwas gefunden? Dieses Buch. Ich glaube, es bezieht sich auf diese Maschine. Wenn ich das richtig deute, und natürlich deute ich es richtig, dann können diese Flammen den Mechanismus mit der nötigen Energie versorgen, um die Tür zu öffnen. Ehrlich gesagt, ist die handwerkliche Arbeit atemberaubend. Ich bin regelrecht neidisch. Wie funktioniert sie? Rührt einfach das dädrische Feuer. Die Kraft der Flamme wird dann für eine kurze Zeit auf euch übertragen. Fast wie bei einem Beschwörungszauber. Danach kann man sie in eine beliebige Richtung schleudern. Geht so dicht wie möglich heran und werft das Feuer in eines der vier offenen Rohre. Ja, das ist dann nochmal für die ganz Doofen erklärt, damit das auch wirklich alle verstehen. So, ist jetzt die Frage, kann ich das von hier aus? Ja, von hier aus kann ich es machen. Ich hoffe, dass der das eine da oben jetzt auch angenommen hat, aber es hatte ja geklackert. Also theoretisch, weil ich es ja schon im Vorfeld gemacht habe, ne, aber theoretisch müsste das so funktionieren, dass das noch drin ist. Weil das läuft wiederum nicht auf Zeit. Also wirklich nur die Stelle zwischen dem Nehmen und Reinschleudern. Ich meine, da hinten ist eine Stelle. Ja, aber... Doch, kann ich doch von hier aus. So, Nummer 3. War hier auch noch was? Nee, ne? Es war quasi nur für hier, dass man das eigentlich direkt hätte nehmen können. Ah, hier ist noch ein Buch. Genau. Lesen solltet ihr natürlich auch immer zwischendurch. Lesen bildet, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes in Tamriel. So. Dann können wir wieder nach oben. Na, ich glaube, hier musste man... Gehst du jetzt da hoch? Diese Stelle habe ich gehasst mit dem Hochspringen. Hier oben war nichts mehr. Das heißt, wir nehmen das von der Seite. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob das jetzt das letzte war. Wieso hat er es jetzt da oben hingeschleudert? Da waren wir doch schon, oder nicht? Okay, ich dachte jetzt eigentlich, das wäre ein bisschen weiter zur anderen Seite hin. Aber ist okay, Hauptsache wir sind durchgekommen. Catbull, bist du noch da? Und wo ist mein Bastian eigentlich hin? Hä?
Wo ist der hin? Die Sau. Einfach abgehauen. So. Und da kommt die Nacht. Das wird ja immer besser. Die Dunkelheit ist offensichtlich dazu gemacht, unser Fortkommen zu behindern. Was für ein interessantes Rätsel. Könnt ihr mir helfen, diese Kammer zu durchqueren? Ich hatte doch schon erwähnt, dass ich einen Plan habe, nicht wahr? Nein? Nun, ich habe einen Plan. Ich kann euch den ein oder anderen Zauber bieten, um den Weg zu erhellen. So könnt ihr euch in dieser Kammer zurechtfinden. Ich werde dafür sorgen, dass die anderen folgen. Natürlich erst, sobald wir wissen, dass es sicher ist. Natürlich. So, theoretischerweise können wir den... Achso, den nehmen wir direkt mit. Okay. Jetzt muss ich hier mal schauen, weil das ja so dunkel war. Da hinten seht ihr schon, da wo die Flamme ist, dass da Gegner stehen. Wenn Gegner da stehen, zum einen greifen die euch natürlich an und zum anderen ist das der falsche Weg. Das heißt, wenn ihr nicht so... Da sind zum Beispiel auch wieder Gegner. Wenn ihr nicht so schnell in der Gegend herumlauft, solltet ihr normalerweise den richtigen Weg finden, ohne dass man euch angreift. Hier rechts ist einer, wie ihr seht. Aber die bleiben immer an der gleichen Stelle stehen, muss ich auch dazu sagen. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt durch die Kugel um mich herum nicht allzu viel. Bin ich hier noch auf dem Weg? Ach doch, da ist... Ah ja, genau. Die hier sind übrigens die einzigen, die sich, ja, glaube ich, ein bisschen bewegen oder komplett auch auf einen zubewegen. Weil das die Wächter hier von dem Tor sind. Macht schon, wir sind fast da. Ja. Ich laufe direkt hinter euch. Ich könnte auch noch sprinten, aber ich bin so schon schneller. Okay, ich sprinte jetzt wirklich mal, sonst dauert das Ganze jetzt so lange. Eine Tür ohne Wiederkehr. Es sieht so aus, dass wir ab hier nur noch vorwärts weiter können. Ich hoffe, die anderen sind wohl auf. Bastian, du fauler Sack. Der ist schon wieder weg. Muss ich den jetzt hier in jeden Abschnitt wieder neu holen? Ich will es jetzt nur mal ausprobieren. Oder ob er dann direkt wieder verschwindet? Naja, bleibt aber da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch viel weiter gehen müssen. Wir müssen nur diese Region durchqueren und wir werden den Ebenenstrudel sofort finden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Bleib dicht an mir dran. Da drin lauert wahrscheinlich etwas, das uns töten will. Macht nix. Dann bringen wir es halt vorher um. So, ich will aber eigentlich nicht so dicht an ihr dranbleiben, weil ich möchte das Ganze ein bisschen beschleunigen. Die Frage ist, ist das wieder verbuggt oder macht sie das, was ich denke, was sie tut? Wo ist sie denn jetzt hin? Irgendwo habe ich gerade eine Bewegung gesehen. Schmeckt unseren Stahl! Na, muss sie jetzt mit denen kämpfen oder kann sie den Zauber machen? Na, wo läuft sie jetzt hin? Mädel, wo läufst du hin? Was machst du? Jetzt steht die da nur rum, oder was? Hallo? Ja, weiter? Rennt schon wieder weg. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, dann komm doch einfach mit zur Tür. Mein Gott, ist das denn so schwer? Oh, ich hasse es, wenn die NPCs zu doof sind, einfach mal geradeaus zu laufen und man dann 3 Stunden warten muss. Passiert nicht oft, aber immer öfter. Ich muss diese Tür öffnen. Haltet sie zurück, während ich mich darum kümmere. Ja, dann mach endlich. Ich glaube, 3 Wellen oder so muss man ja aushalten und dann... Also Wellen, ne? Es kommen immer 2 Leute oder so. Okay, jetzt kommen gerade 4. Die Tür ist endlich offen. Lasst uns gehen. Na, endlich. So, sprecht mit Vanus. Ich wusste, dass ich die hier finde. Interessant. Hier war ich noch nie. Das ist einfach atemberaubend.
Cadwell, eure Beherrschung der Portalkunst sucht ihresgleichen. Es war zwar nicht ganz einfach, aber ich habe euch gefunden. Das ist nur eine meiner zahlreichen Gaben, müsst ihr wissen. Ich mag es ja immer wieder, mit ihm zwischendurch mal zu sprechen. Das war knapp. Danke für die Hilfe da drin. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich fange an, dädrische Todesfallen wirklich zu hassen. Naja, mir macht das jetzt nicht wirklich viel aus. An Cadwell muss man sich erst gewöhnen, das gebe ich zu, aber er ist wirklich ein unglaublicher Kerl. Moment mal, was ist passiert? Wo ist der Rest eurer Gruppe? Die Türen haben sich hinter uns geschlossen. Nur Gabrielle und ich haben es soweit geschafft. Nun, die anderen müssen sich fürs Erste selbst durchschlagen. Ich werde bald Cadwell losschicken, um sie zu suchen. Draußen sehen die Dinge übrigens finster aus. Wir haben schon viele gute Männer und Frauen verloren. Und die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Was ist geschehen? Selbst ohne sein Portal kann uns Molag Bal unendlich viele Gegner entgegenwerfen. Wir können uns halten, aber nur eben gerade so. Doch der Sieg ist auch gar nicht unser Ziel. Wir müssen nur lange genug überleben, um den ebenen Strudel zu erreichen. Wie könnt ihr euch einfach so herumteleportieren? Der Dank für diese kleine Gunst gebührt Cadwell. Ich bin mir nicht sicher, wie er es anstellt, aber ich glaube, er ist so sehr mit Kalthafen verwachsen, dass er ein regelrechter Teil davon geworden ist. Leider kann er immer nur eine weitere Person auf einmal teleportieren. Und es ist eine langwierige Angelegenheit. Wen haben wir verloren? Viel zu viele. Hanin wurde überrumpelt und ausgelöscht. Zusammen mit einer großen Zahl Soldaten von der Kriegergilde. König Dynars Gruppe wurde auch überfallen. Doch er hat es geschafft, sich aus dem Hinterhalt herauszukämpfen. Aber es gibt viele Verwundete. Die Zeit läuft uns davon. Bringen wir das zu Ende. Das Portal, das zum ebenen Strudel führt, liegt gleich hinter dieser Biegung. Molag Bal wird euch aber nicht einfach dorthin spazieren lassen. Er wird alles tun, was er kann, um euch aufzuhalten. Ich werde euch nach besten Kräften helfen. Und wie stets wird meine Hilfe ganz beträchtlich sein. Nun, geht! Natürlich. Beträchtlich. Dann mal los. Mal schauen, ob Bastian jetzt mal bei mir bleibt. Es ist seltsam, dass der immer wieder weggebotet ist. Ich wollte gerade sagen, die bewegen sich jetzt gar nicht mehr. Kommt hier nichts? Hallo? Dann halt nicht. Dann gehen wir direkt weiter. Und da kommt der, der jetzt hier schon einmal liegt. Augen himmelwärts, Titanenkind. Das haben wir doch schon mal gehört. So. Auf. Und es ist schon wieder verbuggt, wie ich es hasse. Das Portal haben wir gefunden, aber... Da keine Gegner kamen, denke ich mir mal, dass der, ja, dieser Bug halt eben schon wieder da ist. Na, jetzt können wir die gleichen Gegner nochmal machen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Also, das ist seit, weiß ich nicht, 6 oder 7 Jahren nie endlich mal verbessert worden, dass der Bug endlich mal raus ist. So, jetzt dürfen wir den nochmal besiegen. Ich habe das wirklich schon mal gemacht. Da habe ich das an einem Tag irgendwie 3 oder 4 Mal mindestens gemacht. Na komm schon. Ich habe ja gerade eben auch schon schnell besiegt. Dann machen wir das jetzt auch nochmal eben. Jetzt kriegen wir natürlich keinen Loot mehr. Das ist der Nachteil. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Gut gemacht, mein Kind. Ihr wart besser, als ich dachte. Selbst im Angesicht unausweichlicher Gefahr und der schlimmsten Schrecken, die das Reich des Vergessens zu bieten hat.
Ich bin beeindruckt. Was macht ihr hier? Ich bin wie ihr hergekommen, um diese Sache zu Ende zu bringen. Dank der Bemühungen eurer Armee habt ihr es geschafft, so weit zu kommen, ohne Molag Bals Blick auf euch zu ziehen. Ich nutze eine ähnliche Ablenkung, um unbehelligt durch dieses widerwärtige Reich zu reisen. Ihr seid mehr als eine einfache Stadtwahrerin, oder? Macht euch weiter eure Gedanken. Irgendwann werdet ihr das Rätsel lösen. Es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr eure Welt retten wollt. Ihr müsst ins Auge des Sturms, um die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Der Ebenenstrudel kann nur aus seinem Inneren unschädlich gemacht werden. Was muss ich tun? Ihr müsst in den Ebenenstrudel, jenen Ort zwischen Raum und Zeit, an dem Nirn und Kalthafen brodelnd miteinander verschmelzen. Vernichtet die dunklen Anker darin. Entfesselt die Macht des Lichts von Meridia am Brennpunkt der Ebenenverschmelzung und macht den Strudel unschädlich. Das klingt wie ein Weg ohne Wiederkehr. Das Leben einer einzelnen unbedeutenden Sterblichen für die Rettung einer ganzen Welt? Das ist ein kleines Opfer. Wenn ihr Erfolg habt, wird das Gleißen des entfesselten Lichts den Strudel verzehren und die Ebenenverschmelzung aufheben. Nirn wird gerettet sein. Warum habt ihr uns vorher nie geholfen? Ich habe euch bei jedem Schritt eures Weges begleitet. Ich habe euch in Kalthafen eine sichere Zuflucht geboten. Ich gab euch das Wissen über die Lichter von Meridia. Ich brauchte eine Stellvertreterin, die an meiner Stelle gehandelt hat. Ich konnte es nicht riskieren, mein wahres Ich gegenüber dem dunklen Fürsten zu offenbaren. Ihr habt mich benutzt? Euch benutzt? Natürlich habe ich euch benutzt. Doch ihr wusstet von Anfang an, was auf dem Spiel steht, und ihr habt getan, was nötig war, um eure Welt zu retten. Jede Entscheidung, die ihr getroffen habt, war eure eigene. Und eure Entscheidungen kamen meinen Zielen gelegen. Was muss ich tun? Ihr müsst in den Ebenenstrudel, jenen Ort zwischen Raum und Zeit, an dem Nirn und Kalthafen brodelnd miteinander verschmelzen. Ich meine, hier gab es... Das Leben einer einzelnen unbedeutenden Sterblichen für die Rettung einer ganzen Welt? Das ist ein kleines Opfer. Wir sagen mal, kann ich euch erst noch etwas anderes fragen? Stellt eure Fragen, aber ihr solltet wissen, dass die Zeit knapp wird. Wenn wir den Strudel betreten, was geschieht da mit unserer Armee? Ihr könnt ohne die Unterstützung eurer Verbündeten nicht auf einen Erfolg hoffen. Ich werde diejenigen, die noch am Leben sind, mit uns in den Strudel ziehen. Aber werden sie nicht auch sterben, wenn wir den Ebenenstrudel vernichten? Das Licht von Meridia reinigt und läutert. Niemand muss sich vor seiner gleißenden Umarmung fürchten. Ja, das Licht von Meridia, da werde ich reingehen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Beziehungsweise in dieser Folge noch, aber wir werden die Auswirkungen erst in der nächsten Folge sehen. Deswegen sage ich schon mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.